Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Wieder mal ein Nest abchecken. Auch hier war ich noch nie. Und zwar ist es hier ein Onyx-Nest. Onyx, brauche ich noch Lucky, leider bisher nicht bekommen. Mal schauen, wie das Nest so sein wird. Gut, schlecht, groß, klein. Ich bin gespannt. Das mit dem Onyx ist jetzt schon ein paar Tage her. Ich hatte jetzt eigentlich geplant, weil das Nest nicht so klasse ist. Man kann immer eine Runde drehen und dann alle Spawns abgreifen. Das sind so zwischen 3 und 5. Und dann war es erstmal eine Weile. Ich hatte geplant, da jeden Tag einen kleinen Umweg zu machen, weil das liegt auf dem Weg. Da aussteigen, einmal eine Runde drehen und dann wieder dahin fahren, wo ich hin wollte. Und wenn ich ganz krass bin, dann am Abend nochmal, wenn ich zurückkomme, bevor ich nach Hause fahre, auf dem Heimweg, da aussteigen, eine Runde drehen und dann ab nach Hause. Aber das ist nicht notwendig gewesen, weil direkt beim zweiten Mal tauschen ist der Lucky geworden. Ich musste sogar ein drittes Mal einfach so tauschen, damit ich 3 zum Zeigen habe. Aber eigentlich nur 2 gebraucht. Abgesehen davon momentan keine interessanten Nester für mich in München. Vielleicht finde ich noch irgendwas, vielleicht meldet da noch irgendjemand irgendwas. Interessant für mich wären Girafarik, Goldini, Rihorn. Also falls irgendjemand in München wohnt und diese Nester gesehen hat, kann er sich gerne melden. Aber heute ist erstmal wieder X-Raid. Und da hat mich heute ein Zuschauer eingeladen. Den machen wir dann. Und dann später können wir noch über eine kleine Theorie, einen kleinen Leak reden. Aber mehr dazu nach dem X-Raid. So. X-Raid fertig. Leider nichts Besonderes. Abgesehen vom Regen, der richtig leidend war. Grüße gehen raus und danke an David, der mich eingeladen hat. Er war einer der Zuschauer, die sich mal gemeldet hatten, als ich nach Einladung gefragt habe. Nach Leuten in München, in der Gegend, die ab und zu eine Einladung über haben und mich enden wollen und dann mir die Einladung geben wollen. Ja, und nächste Woche hat er mir direkt noch eine klar gemacht. Mal schauen, ob er da mehr Glück hat, weil der Kollege davor, der Hüb, der mich mal eingeladen hatte zum O2 Tower, der hat direkt einen 98er dafür bekommen. Gutes Karma. Der David leider nicht, aber vielleicht nächste Woche mehr Glück. Wie immer unten in den Kommentaren, wie es bei euch so lief mit Deoxys. Habe ich natürlich auch auf Instagram schon gefragt, bin da ja recht aktiv, also schaut vorbei. Oh, und bevor ich es wieder vergesse, weil das Video ist wahrscheinlich schon irgendwo mittendrin. Aber falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, abonniert den Kanal oder kommentiert. Und einfach alle 3 Sachen. Auf jeden Fall, das, was ich so auf Instagram lese, klingt ganz gut bei euch. Und ich habe ja auch gestern, eigentlich heute, aber für euch gestern, Video hochgeladen, wo ich ein paar Instagram-Fragen, Umfragen gestartet habe. Und dann habe ich so abgeschätzt, was eure Meinung so ist, was die Mehrheit so sagt. Und eine der Fragen war unter anderem auch, habt ihr schon ein Deoxys? Und überraschenderweise 66%, ich glaube es waren 66%, haben bereits ein Deoxys. Also läuft doch ganz gut. Aber wenn ihr dieses Video seht, dann ist Montag der 14. Heatrun ist nur noch bis zum 15. am Start. Und Schlüpfmarathon, das Event, auch nur noch bis zum 15. Beide sind am 15.01. um 22 Uhr weg, vorbei, aus. Heatrun Ausbeutevideo und wie ich dann meinen Besten auf Max pushe, morgen. Auf jeden Fall, wenn die 2 Sachen enden, dann stellt man sich natürlich immer die Frage, was kommt als nächstes? Was ist der nächste Legendäre? Keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Es kommt, was kommt. Und auch, was ist das nächste Event? Sehr überraschend. Weihnachtsevent hat geendet und direkt Schlüpfmarathon. Damit habe ich nicht gerechnet. Kann natürlich jetzt wieder sein. Schlüpfmarathon endet. Bam, direkt nächstes Event. Und dazu habe ich jetzt etwas Interessantes. Auf jeden Fall gibt es wieder ein bisschen Gemunkel auf der Straße. Diesmal ein bisschen kontrovers sogar. Weil man weiß ja nie genau, woher dieses Gemunkel kommt. Manchmal stimmt's, manchmal stimmt's nicht. Wir hatten mal dieses Gemunkel im Video mit dem Entwicklungsevent. Klang cool, aber daraus wurde nichts. Obwohl die Quelle schon seriös war. Der Typ, der darüber gemunkelt hat, hat mal irgendwas anderes schon mal gemunkelt und das war halt richtig. Aber naja. Und dann hatten wir natürlich zum Beispiel das Gemunkel über den Super C-Day und das hat dann gestimmt. Naja, und jetzt gibt's wieder ein bisschen Gemunkel und die Kollegen von Pokézone hatten darüber einen Post, einen Artikel geschrieben und es gab jetzt ein bisschen Kontroverse. Weil die Leute nicht ganz verstanden haben, dass es halt nur Gemunkel ist. Und die haben dann dadurch ein bisschen Hate abbekommen, weil das ein bisschen falsch verstanden wurde. Auf jeden Fall, das ist nur Gemunkel. Und die haben das nicht einfach nur erfunden. Die haben das nur irgendwo gesehen und übersetzt. Und das, ich weiß nicht, ob es original ist, aber das auf Englisch habe ich auch gesehen.
Aber es ist trotzdem immer interessant, uns diese Theorien und das Gemunkel anzuschauen, weil ihr liebt es. Ihr liebt euer Gemunkel auf den Straßen. Immer fragt ihr mich, nächster Raid Boss, nächstes Event, wie ist das? Auch wenn ich keine Ahnung habe. Ihr wollt einfach nur eine Theorie, eine Meinung hören. Deswegen schauen wir uns das mal an. Das ist angeblich nächstes Event. Start 15. Januar, 22 Uhr. Also genau, wenn das andere Event endet. Und würde laufen bis zum 30. Um die 2 Wochen Standard. Und das ist Migrations-Event. Und zu dem Migrations-Event, dazu gab es aber schon ein paar Sachen. Das wurde mal irgendwie in einer E-Mail. Da kam aber schon mal eine kleine Ankündigung, eine kleine Nachricht, kleines Zeichen, was auch immer. Aber viel war da nicht bekannt, außer irgendwas mit Migrieren. Ja, erhöhte Spawnrate von Hydropi, Gekkabor und Flamly. Sprich Gen 3 Starter. Dann Seemobs. Ich weiß nicht, wieso Seemobs extra genannt wird und andere Gen 3 Pokémon. Weil Seemobs ist jetzt nicht allzu interessant. Ich denke mal, von den anderen Gen 3 Pokémon hätte er auf jeden Fall ein Pokémon genannt werden können, das etwas interessanter ist. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß auch nicht genau, was das mit Migrationen zu tun hat. Ah, der nächste Punkt gefällt mir. Lunastein, Sonfell, Illumise und Volbeat migrieren, das heißt, sie tauschen. Hatten wir ja schon mal, zumindest mit Lunastein und Sonfell. Illumise und Volbeat noch nie. Wäre cool. Lucky Illumise kann ich noch gebrauchen und Lucky Lunastein. Neue Feldforschung mit Gen 3 Pokémon. Macht Sinn, wenn Gen 3 erhöht ist. Nichts Besonderes da. Könnten ein paar seltene Gen 3 Pokémon dann aus der Quest verfügbar sein. Wie beim Johto-Event dann Miltank oder sowas. Oder Aerodactyl bei Kanto. Voluminas, Galagladi und Frostedge, welche aus Gen 3 Pokémon entwickelt werden, sind verfügbar. Würde auch Sinn machen, hätte ich nichts dagegen. Shiny Nasknet und Seemobs werden veröffentlicht. Deswegen wahrscheinlich auch oben genannt Seemobs. Neues Pikachu mit Hut und Shiny Pichu erscheinen. Das würde mich überraschen, weil wir hatten erst Weihnachten mit Pikachu, Hut und Shiny Pichu und das Ganze. Es werden ja dann nur 2 Wochen Zeit dazwischen, bevor wieder ein Pikachu mit Hut kommt. Das weiß ich nicht. Und natürlich, von den ganzen Sachen wurde noch nichts im Code entdeckt. Meistens werden ja immer die Sachen im Code entdeckt und dann... Ja, und dann kommt das Event. Perlung mit seinen Entwicklungen veröffentlicht. Doppelter Sternstaub fürs Fangen von Pokémon. Ja, das wäre saftig. Doppelter Sternstaub, immer gerne. Spezialforschungsaufgabe mit Jirachi als Belohnung. Puh. Ich glaube, nein. Das wäre, also erstmal wären das echt eine Menge Sachen. Das wäre ja voll das fette Event mit so vielen Punkten. Und dann Jirachi. Jirachi ist ja voll der Knaller. Spezialforschung. Ich weiß nicht, ob die den schon so früh wieder rausbringen. Dann neue Raid-Bosse. Interessant für mich. Direkt auf den ersten Blick. Dreier Azumarill. Ich habe den einmal verpasst. Ist nicht schwer, ist nichts Besonderes, aber ich will ihn einfach abgehakt haben als besiegt. Absol würde zurückkommen, was mir gefallen würde, weil ich brauche den noch Lucky. Stolos, Valgeisa, naja. Und dann 5er, Kyogre und Groudon, Shiny. Das klingt an sich viel zu gut, um wahr zu sein. Vor allem Jirachi, Feldforschung und dann auch noch Kyogre und Groudon, Shiny. Aber wo ist Rayquaza? Das ist ja eigentlich ein Trio, das gehört auch zusammen. Ich muss sagen, von allen Leaks, die wir durchgegangen sind, ist das der am wenigsten Sinn macht. Meiner Meinung nach auf jeden Fall recht unwahrscheinlich. Wir werden es morgen sehen, aber kann ich mir so nicht vorstellen. Ist immer interessant, solche Theorien zu sehen, so ein Gemunkel. Was die Leute sich wünschen, was man sich vorstellen kann. Das mit dem Lunastein, Sonnenfeld, Illumise, Volbeat, das mit dem Migrieren. Ich denke, das kommt auf jeden Fall. Aber ein paar Punkte da machen überhaupt keinen Sinn. Wie gesagt, wir werden es herausfinden. Viel spekulieren bringt da nicht viel. Immer ganz lustig, das mal anzuschauen, aber solange nichts offiziell von Niantic angekündigt wird, da kann man eh niemandem vertrauen. Außer Krails. Wenn ihr irgendwas im Code entdeckt, im Spiel, dann dem könnt ihr auch vertrauen. Aber das war's von mir, Leute. Ich hoffe, ihr hattet einen erfolgreichen X-Raid. Nutzt ein paar Tage noch aus für Heatran. Der ist nicht mehr lange da. Mal schauen, was als nächstes kommt. Ich bin gespannt. Vielleicht ist es Shiny Kyogre und Shiny Groudon. Und wir werden sehen, was das nächste Event sein wird. Nutzt die letzten Tage noch aus zum Brüten. Falls ihr noch Brüte habt. Falls nicht, dann chillt eure Eier. Falls nicht, dann lasst es auf jeden Fall ruhig angehen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.